inflasi di Jerman telah mencapai 7,6% pada Juni 2022. Angka ini berada di urutan kedua setelah inflasi pada Mei 2022 mencetak rekor tertinggi dalam setengah abad terakhir, yakni 7,9%. Inflasi ini menyebabkan krisis sosial yang diperkirakan bisa saja memburuk dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi semakin diperparah akibat perang Rusia-Ukraina yang memicu inflasi ekonomi terbesar di Eropa. Oleh karena itu, Jerman juga mengalami lonjakan harga pada energi dan kebutuhan pangan. Und zuerst einmal, glaube ich, kann man nicht genug betonen, dass wir wirklich eine dramatische soziale Krise haben und die sich auch in den kommenden Monaten noch mal verschärfen dürfte. Ich glaube, wir haben das Ende der Fahnenstange in vielerlei Hinsicht noch nicht gesehen, gerade was auch die Inflation, die Preise betrifft, die eben sehr, sehr stark Menschen mit geringem Einkommen am allerstärksten trifft. Presiden Institut Penelitian Ekonomi Jerman Marcel Fratscher juga memprediksi harga energi dan pangan di Jerman tidak akan pernah kembali ke tingkat sebelum krisis. Untuk itu, Fratscher menyerukan agar pemerintah memberi keringanan kepada warga yang memiliki upah rendah, serta meminta agar pemerintah segera membuat langkah-langkah baru dan efektif. Wir werden mit permanent höheren Preisen für Energie und für Lebensmittel in den kommenden Jahren rechnen müssen. Wir werden also mit hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Das heißt auch, dass jegliche Maßnahmen letztlich sich daran orientieren müssen, ob sie permanent die Einkommen der Menschen erhöhen. Und der beste oder der einzige Schutzmechanismus dafür sind permanent höhere Löhne. Und permanent höhere Sozialleistungen für die Menschen, die eben keine Arbeit haben. Das sind Rentnerinnen und Rentner oder Menschen, andere Menschen, die Grundsicherung beziehen.